Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe etwas auf dem Herzen, was ich mitteilen möchte. Ich habe jetzt schon länger keine Videos gemacht, das hatte einfach damit zu tun, dass ich irgendwie verhindert war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Kinder Gottes seid. Oft ist es so, dass Christen eigentlich gar nicht erkennen, dass ein unsichtbarer Kampf stattfindet, wenn wir von Herzen Gott dienen. Und wenn wir wirklich dieses Verlangen haben, für Gott zu leben, für ihn was zu tun, wird Satan alles tun, um Wege, um Steine in den Weg zu stellen. Und darum geht es jetzt gerade. Und das ist, was ich euch mitteilen möchte. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Aber Satan hat alles getan, damit ich bloß kein Video mache. Videos, die ich gemacht habe, konnte ich nicht hochladen und all sowas. Ich wollte ganz kurz darüber sprechen. Wir sind von dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Das heißt, wie geht das denn? Oder die Frage, stopp mal, wir sind doch in dieser Welt und wir müssen hier leben und wir dürfen hier leben. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir neu geboren, dann sind wir wiedergeboren und dann sind wir nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Das ist ein großes Thema, möchte es nur ganz kurz anschneiden. Und wenn ihr Epheser liest, da heißt es, wir haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen, das ist Epheser 6, sondern mit mächtigen Fürsten dieser Welt. Er ist besiegt, Satan. Amen. Ja, er ist besiegt. Aber trotzdem leben wir in dieser Welt und dieser Kampf ist da. Es ist ein unsichtbarer Krieg, es ist ein unsichtbarer Kampf, der da ist. Und viele Christen erkennen das nicht und kommen damit nicht klar. Ich möchte nur ein paar Beispiele erwähnen. Das sind Erlebnisse, die ich in den letzten Tagen hatte. Mein erstes Beispiel von gerade eben. Ich versuche, seht ihr, da hinten ist ein Wald, da wollte ich reingehen. Da steht ein Mann und sagt, hier, nicht, auf gar keinen Fall hier keine Videos drehen. Nichts gegen diesen Mann. Aber ich habe das wieder gesehen, ich möchte gerade ein Video drehen und jemand ist da und sagt, auf gar keinen Fall. So Satan versucht zu verhindern und dass man entmutigt wird, aber ich habe gedacht, ich gehe auf den Parkplatz und drehe mein Video, weil zur Ehre Gottes, weil Gott möchte, dass ich das tue. Anderes Beispiel. Diese Woche hatte ich einen wichtigen Termin, einen sehr wichtigen Termin. Noch niemals hat mein Handy so gesponnen wie diese Woche morgens. Ich konnte nichts machen. Ich konnte keine Nachrichten schreiben, ich konnte nicht telefonieren. Plötzlich ging mein Handy kaputt. Ich musste meine PIN eingeben, die ich seit 2012 habe. Ich kenne die auswendig, ging aber nicht. Und letztendlich musste ich einen Punk eingeben, den habe ich nicht mehr so schnell gefunden. Und Satan wollte verhindern, dass ich diesen Termin wahrnehme. Ich mache die Geschichte kurz. Am Ende bin ich zum Termin gefahren und dieser Mann, also es war ein privater Termin oder geschäftlich ein Termin, und dieser Mann, der hat Jesus Christus gefunden. Und warum? Er sagt, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hatte niemals eine Zusage gemacht für einen Termin. Ich habe nämlich jemanden, der meine Termine macht, und ich hatte nie eine Zusage gemacht, aber ich konnte diesmal nicht anders. Und sagt er, jetzt verstehe ich es. Und ich habe auch im Nachhinein verstanden, Satan hat alles getan, um damit ich nicht dahin fahre. Aber ich durfte ihm Jesus zeigen. Und ich gebe Gott die Ehre dafür. Und der Himmel hat sich gefreut. Denn der Himmel freut sich über einen Sünder, der Buße tut. Und wie viel mehr freuen wir uns. Oder wir freuen uns auch. Und du sollst dich mitfreuen. Und er kam zu Jesus. Nächstes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Auf meinem YouTube-Channel. Ich gebe es gerne zu. Ich hatte zwei Videos hochgeladen. Die sind nicht schlecht. Aber ein Mann Gottes hat so weise mich darauf hingewiesen, dass das nicht meine Berufung ist, solche Videos, sondern meine Berufung ist was anderes, meine Videos und das, was Gott mir aufs Herz legt. Und ich habe sofort eingesehen, habe die Videos gelöscht. Warum? Weil Satan wollte, weil meine Videos nicht hochgingen, weil irgendwie es nicht funktionierte und viele Probleme da waren. Fragen Leute natürlich sehr oft, wann kommen neue Videos, wie sieht's aus, warten darauf. Und ich habe irgendwelche Videos hochgeladen, also nicht irgendwelche, aber die mir die ich gut fand. Aber während ich das getan habe, habe ich gefühlt, es wäre besser, meine Videos hochzuladen. Und so bekam ich heute den Hinweis. Ich habe sofort gelöscht und gesehen, ja. Und da war wieder Satan. Und er versucht, uns Wege zu führen und zu leiten, egal wie sehr wir Gott dienen und wie wenig. Er möchte nur eins, dass wir nicht zu dem Ziel Gottes kommen, für was Gott uns berufen hat. Und wir müssen immer wieder aufwachen, aber auch demütig sein, zu sein und einzusehen, ich sollte vielleicht lieber doch einen anderen Weg gehen. Ja, und dann das Löschen. Und dieser Kampf ist schon besiegt, aber er ist da. Und Jesus Christus ist Sieger.
Das müssen wir begreifen, das müssen wir verstehen. Jesus Christus hat gesiegt am Kreuz auf Golgatha. Und Satan ist besiegt, aber dieser Kampf ist da und wir dürfen siegen, sobald wir erkennen, dass dieser Kampf da ist. Viele Christen sagen mir, ja, aber ich habe so einen starken Kampf und ich weiß nicht, wie ich da weitermachen soll. Und das ist doch ein wunderbares Zeichen. Es wird nicht einfach sein. Es ist ein Krieg, der stattfindet. Denn Satan wird alles tun, damit du zu Fall kommst. Und Paulus selber sagte, wer sich dünkt, weise zu sein, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Es ist, die Gefahr zu fallen ist sehr groß. Aber Jesus ist Sieger. Und wenn du dich entschieden hast, ich möchte so sagen, bist du hingefallen, stehe auf und geh weiter. Bleib nicht liegen. Es ist so oft dieser Punkt, dass Leute sagen, ah, ich schaffe das sowieso nicht, ich bleibe dann lieber liegen und dann gehe ich diesen Weg nicht mehr. Nein, bleib nicht liegen. Stehe auf, geh weiter. Es lohnt sich. Nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. So steht es geschrieben. Ich möchte dich ermutigen. Bring das Evangelium weiter. Ich könnte jetzt auch viele, viele Zeugnisse erzählen, wo Menschen auch geheilt wurden, wo ich für sie beten durfte oder andere für sie beten durfte. Ich könnte noch ein paar andere Sachen erzählen, die auf diesem Gebiet, die ich erleben durfte. Aber ich möchte hierbei stehen bleiben. Ich möchte dich ermutigen. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Auf was kommt es an? Es kommt darauf an, dass wir am Ende das Ziel erreichen und dass wir viele, viele mitreißen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.